Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es endlich um die Herstellung der Munition und wir beginnen mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist das Entzünden und Reinigen der leeren Hülse, die wir abgeschossen haben. Bei neuen Hülsen brauchen wir das ja nicht machen. Die Frage ist, warum muss ich das unbedingt reinigen? Es gibt ja Leute, die die Hülse nehmen und die einfach wieder befüllen und verschießen. Geht natürlich auch, hat aber sehr, sehr viele Nachteile, die ich jetzt ganz kurz mal erläutern möchte. Zum Ersten ist die Hülse natürlich dreckig und die Hülse lag im Dreck auf der Range, auf der Stage, auf dem Schießplatz und hat natürlich diesen ganzen Dreck aufgenommen, der da war und ist natürlich innen auch dreckig. Das heißt, wir haben Bleistaub, wir haben Pulverrückstände, Dreck an diesen Hülsen und wenn wir die nicht waschen, also nicht reinigen, dann werden wir die ganze Zeit mit diesen dreckigen Hülsen arbeiten, haben das an den Händen, haben das im Gesicht logischerweise. Der Mensch fasst sich in einer Minute, ich weiß nicht wie oft, ins Gesicht. Könnt ihr selber mal überprüfen bei euch. Und ihr habt das überall. Ihr verteilt das in der ganzen Wiederladewerkstatt und ihr verteilt das zur Not auch noch in der ganzen Wohnung, wenn ihr die Wiederladewerkstatt in einem Zimmer in der Wohnung habt. Und wer will das schon? Und das ist sicherlich auch nicht gerade gesund. Das ist der Punkt 1. Der zweite Punkt ist, wenn ich diese Hülsen nicht reinige, kann ich sie nicht in bestimmten Maschinen weiter bearbeiten. Warum? Ganz einfach, wenn ich sie zum Beispiel glühe, dann stelle ich die Hülse über Kopf in das Glühgerät, zum Beispiel beim Induktionsglühgerät von AMP. Und wenn ich das da über Kopf reinstelle, dann fällt da immer wieder Dreck unten rein in dieses Gerät. Und ganz ehrlich, ich möchte das nicht, weil das Gerät natürlich irgendwann innen komplett verdreckt ist und ich kann es ja auch nicht aufmachen. Und das Gerät war viel zu teuer, dass man das wirklich möchte. Des Weiteren ist natürlich innen immer der ganze Dreck drin und ich weiß nicht, wie viel Dreck sich abgelagert hat und welchen Einfluss das natürlich auf meine Füllung, auf den ganzen Vorgang überhaupt hat. Auch ist der Hülsenhals komplett dreckig und die Frage ist, wie ist der Sitz, wie ist die Schmierung, ist die gleichmäßig? Sicherlich eher nicht. Das sind alles Gründe, die dazu führen, das unbedingt reinigen zu wollen. Ein Grund ist auch noch, der Zündkanal selber ist natürlich verdreckt, weil da die ganze Zündladung durchging und die Zündglocke ist verdreckt und das muss natürlich nachher wieder sauber sein, wenn der gleiche Zündstrahl da wieder das Pulver entzünden soll. Also ganz klar, ich reinige die Hülse. Wer es nicht macht, kann es ja machen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist die Dokumentation. Das heißt sofort, wenn ich die Hülsen in einen Behälter schaffe, dann kommt hier mein Laufzettel da rein. Ich habe ja einen neuen Laufzettel, der ist übrigens in meinem neuen Wiederladebuch abgebildet, könnt ihr da kopieren. Und dann kommt der hier rein. Ja, ich nehme immer solche durchsichtigen Kunststoffboxen und da liegt der Laufzettel drin und da steht alles ganz, ganz genau drauf, was ich mit der Hülse gemacht habe. Und ich kann die Hülsen jederzeit irgendwo hinstellen und irgendwann damit weitermachen, spielt überhaupt keine Rolle. Ich weiß exakt, was mit diesen Hülsen passiert ist. Und die können ja auch nicht rausfallen, war es ein Deckel drauf und das ist gut. Ne? Die Hülsen sind zum Beispiel nur abgefeuert und diese Hülsen hier, die ich hier habe, sind schon gereinigt, geglüht und. Und damit kann ich jetzt weitermachen. Noch ein Wort zur Entzündermatrize. Ich habe ja eine einfache Entzündermatrize, die ist sehr groß hier von der Öffnung her. Damit kann ich also meine größten Patronen, also bis 338 Lapua Magnum, entzündern. Das Problem ist, ich nehme natürlich nur die eine und wenn ich jetzt eine kleine Patrone entzünde, zum Beispiel eine 6,5 Creedmoor mit einem kleinen Zündhütchen, dann habe ich ein Problem. Die normalen Ausstoßer sind für große Zündhütchen gemacht und es gibt kleinere Pins hier, die sieht man jetzt nicht, ich blende die ein. Und diese kleinen Pins, die müsst ihr da reinführen, ansonsten macht ihr das Zündloch kaputt an der kleinen Hülse und dann könnt ihr die ganzen Hülsen wegschmeißen. Woher weiß ich das? Ganz klar, ne? Und ihr müsst natürlich vorsichtig sein, wenn ihr große Hülsen entzündet, weil da brechen die ganz schnell ab. Also ihr müsst immer sehr genau die Hülse reinmachen und schön vorsichtig runtergehen. Ne? Oder ihr baut das Ding um. Ich mache das nicht. Ich bin also beim vorsichtigen Handhaben der Hülsen, habe ich noch nie ein so ein Ding abgebrochen. Das geht also. Aber die sind schon empfindlich. Punkt 2. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu reinigen. Ich habe die alle komplett ausprobiert über sehr lange Zeiträume. Was habe ich gemacht? Ich habe die Hülsen zum Beispiel mit einem kleinen Wäschesack gewaschen. Das war so das allererste, was ich gemacht habe, weil es kostet nichts.
Wenn man die in die Waschmaschine schmeißt, also solche Säcke genäht, doppelte Lagen, Bettlaken, sonst was, also muss richtig dick sein, sonst klappert das ganz doll in der Waschmaschine. Hab dann Knoten reingemacht, hab die also länger gemacht, hab da immer 20, 30 Hülsen reingemacht und hab die dann gewaschen. Mit und ohne Waschmittel. Kommt aufs Gleiche raus, die werden außen schön sauber, weil die ja aneinander reiben, aber innen leider nicht. Ne? Das ist das Problem. Der grobe Dreck ist raus, aber diese ganzen festen Anhaftungen sind natürlich noch drin. Und so richtig optimal ist das nicht. Wenn ihr meine ganz, ganz alten Videos guckt, dann seht ihr das noch, wie ich das gemacht habe. Ich habe das also nicht gelöscht vom Kanal. Dann habe ich natürlich Tumbler ausprobiert, und zwar sogenannte Vibrationstumbler. Und diese Vibrationstumbler kann man dann mit verschiedenen Granulaten füllen. Und diese Granulate werden diese Hülsen säubern. Das machen die unterschiedlich gut. Manche funktionieren gut, manche funktionieren schlecht. Die Frage ist auch immer, was passiert mit dem Granulat? Das Granulat nimmt ja den Dreck auf, mehr oder weniger, und wird immer dreckiger. Und die Reinigungswirkung ist natürlich immer ein bisschen anders. Und das Granulat muss sich irgendwann logischerweise erneuern oder vielleicht kann man es auch reinigen. Ich habe das nie probiert. Aber schön ist das nicht. Ich brauche immer dieses Granulat. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und auch dieses Ganze mit diesem Granulat, das steckte dann in den Zündglocken fest, das steckte teilweise in den Zündkanälen und so, das war alles nicht so mein Ding. Habe ich also wieder sein gelassen. Dann gibt es Rotationswaschgeräte, so eine Trommelgeräte, die funktionieren ganz gut. Da kann man nass drinne waschen, da wäscht man mit Stahlpins und mit diesen Stahlpins kann man eine ganz normale Wäsche machen. Man muss halt diesen Kasten immer wasserdicht verschließen, das ist der große Nachteil, weil der rollt ja meistens über so ein Gerät, was nur so eine Rollen hat. Und dann klappert das da drin umher, ist auch ziemlich laut, muss ich sagen. Und dann muss man natürlich die Pins nachher noch da rauskriegen. Meistens gibt es da so Gitter und dann kann man das abgießen und so. Und ob dann alle Pins ganz genau draußen sind aus den einzelnen Patronen, ist natürlich immer die Frage. Ich möchte so einen Pin nicht in der Patrone haben, wenn der rausgeschleudert wird. Kann der den Lauf mit beeinträchtigen, weil es ist ja Stahl und kein Blei oder Tombak oder sowas. Aber es ist immer die Frage, wo der dann rumliegt, rausfliegt, weiß ich nicht. Es muss nicht so viel machen, kann aber sein, ich weiß es nicht. Möchte ich aber nicht. Also die Dinger funktionieren, kann man machen, alles kein Problem. Was gibt es noch? Ultraschallgeräte. Ultraschallgeräte habe ich ausprobiert und zwar jede Menge. Und ich war immer enttäuscht. Also entweder musste man ganz starke Ultraschallgeräte nehmen, die kosten dann aber nicht mehr 200 oder 300 Euro, sondern deutlich mehr. Man musste die immer heizen, damit das Wasser warm war, und man musste spezielle Lösungen nehmen. Ich habe so eine Reinigungslösung gekauft in großen Kanistern. Erstens war das sehr teuer und zweitens hat das sonst nicht richtig funktioniert, wenn es denn überhaupt funktioniert hat. Und es hat immer wieder Probleme gegeben und im Endeffekt habe ich für mich festgestellt, kannst du vergessen. Also kein Vergleich mit anderen Geräten, die viel einfacher funktionieren und keine Spezialmittelchen benötigen, die auch noch sehr teuer sind. Also beiseite geschoben. Was habe ich noch? Die Magnetrührer. Ja, das bekannteste Gerät ist der LEM, der grüne Kasten. Den benutze ich schon sehr, sehr lange mittlerweile und ganz ehrlich, perfekte Ergebnisse nach einer Stunde mit erträglichem Krach. Das Herausnehmen der Pins ist auch ziemlich einfach. Und da ich aber auf Nummer sicher gehen will, klopfe ich die Hülsen nochmal aus. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt mal. So, ich nehme mal zwei Hülsen in die Hand, stuck die zweimal auf den Boden auf, zweimal auf so einen Igel, also mit diesen Nadeln, mach zweimal so und schüttel noch zweimal. Und dann sind die auf jeden Fall in Ordnung, also leer. Das dauert natürlich ein bisschen, aber so ist das nun mal. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die Pins da rauskriege, wie ich das Wasser sauber kriege wieder, sodass ich damit arbeiten kann. Natürlich kippe ich das Wasser weg, wenn ich den Bleistaub in den Klamotten habe und die wasche, ist das Wasser ja auch in der Abwasserleitung, also ne, man muss es auch nicht übertreiben. Was mache ich mit den Hülsen danach? Je nachdem, was ich vorhabe, auf jeden Fall trockne ich sie zweimal mit dem irgendeinem alten T-Shirt ab.
damit keine Wasserflecken entstehen, sieht doof aus. Und wenn ich die gleich weiterverarbeiten will, dann mache ich Folgendes. Ich nehme den Backofen, heize den genau auf 110 Grad auf. Da müsst ihr schon ein genaues Thermometer haben, sonst heizen die Dinger auch auf 160 und 180 und 200 Grad auf. Leider habe ich messen dürfen mit genauen Messgeräten. Also passt auf, was ihr da macht. Ihr wollt die Hülsen nicht komplett glühen, dann fliegen euch die Dinger um die Ohren und das halbe Gewehr vielleicht mit. Also das wollt ihr nicht. Das heißt, 110 Grad sind okay, wenn das mal 120 sind, auch okay. Alles kein Problem. Und das mache ich 10 Minuten. Warum 110 Grad? Ganz einfach, bei 110 Grad verdampft Wasser logischerweise und dann ist innen auch das Ding trocken. Also 10 Minuten rein, die Hülsen um 110 Grad, dann aufgemacht, den Lüfter noch angelassen, dann sind die ruckzuck wieder ein bisschen abgekühlt und dann das Blech ausgekippt. Und dann kann ich damit weiterarbeiten, weil die innen auch auf jeden Fall schön trocken sind. Ich habe das ausprobiert und geguckt, ob das funktioniert. Und das macht es. Ja, jetzt habe ich meine Hülsen also gereinigt und ich habe meine Hülsen entzündet vorher und ich habe sie getrocknet. Und jetzt kann ich sie weiterarbeiten und ich kann sie auch überprüfen, visuell überprüfen. Denn jetzt kann ich jede einzelne Beschädigung sehen und kann die Hülsen aussortieren, die ich für die Weiterverwendung nicht nehme. Und da müsst ihr vor allem darauf achten, dass der Hals in Ordnung ist. Der darf also keine Einkerbungen haben. Der darf oben am Hülsenmund, also am Mund vom Hals, darf der keine Kerben haben oder große Schläge haben. Das würde dazu führen, dass der da vielleicht aufreißt an der Stelle. Wenn die Hülse selber am Hülsenkörper eine kleine Beule hat, naja, mein Gott, das ist nicht so schlimm. Das kommt wieder raus beim nächsten Schuss. Das ist nicht das Thema. Ja, aber ansonsten dürfen keine Beschädigungen sein, wenn ich Risse sehe, sofort weg mit der Hülse. Und naja, alles, was ein bisschen nicht schick ist, auch wenn die Hülse unten am Rand Beschädigungen hat, einfach weg damit, eine neue Hülse nehmen. Ja, das war der erste Schritt oder die ersten drei Schritte. Ich habe ja entzündet, gereinigt, getrocknet und ich habe sie schon überprüft visuell, sodass ich damit dann im nächsten Schritt weitermachen kann. Das soll es aber schon gewesen sein für heute. Das war meine Vorgehensweise, ihr könnt das gerne anders machen, aber ich weiß, dass meine Vorgehensweise am Ende zu einer präzisen Munition führt. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen, das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Ich habe natürlich auch eine Kanalmitgliedschaft, die könnt ihr vielleicht auch ausprobieren. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.